Burt Wollersheim und Bobby Anne Baker Prinz Harry. Ihre Biografie Achterbahn, vor Alfred Sophia Thomalla, Gwen Stefani nach. Sandra Bullock verrät ihr eigenartiges Beauty-Geheimnis. Fürs Wein-Etikett hat er sich was Besonderes einfallen lassen. Kronprinzessin Mette Marit muss operiert werden. Anna Ermakovas emotionale Reise in die Vergangenheit am 22. März ist es soweit, dann wird Anna Ermakova volljährig. Und wie sich das für ein echtes Model gehört, feiert sie natürlich nicht allein. RTL und Vox werden den 18. Geburtstag der Tochter von Tennislegende Boris Becker und Angela Ermakova über eine ganze Woche lang begleiten. Im ersten großen Interview spricht sie über ihre Kindheit, Schlagzeilen, TV-Termine, Hobbys, Ziele und Träume. Die äußerst emotionale Reise in ihre Vergangenheit sehen Sie oben im Video. Ich habe großes Glück mit meiner Kindheit, trotz ihres jungen Alters hat Anna Ermakova schon eine Menge erlebt. Kein Wunder, denn als uneheliche Tochter von Tennislegende Boris Becker ist das Medieninteresse seit ihrer Geburt extrem hoch. Gestört hat sie das aber nie, wie sie im Interview mit RTL verrät. Ich habe großes Glück mit meiner Kindheit. Mit all der Fröhlichkeit, mit meiner Familie, besonders meiner Mutter und meiner Großmutter, all den Freunden. Dafür bin ich wirklich dankbar. Über ihren berühmten Papa spricht Anna hingegen nicht. Auch wenn sie ihm in jungen Jahren zumindest auf dem Tennisplatz nachgeeifert hat. Was soll ich sagen? Ich habe versucht zu spielen, weil jeder dachte, ich müsse das können. Aber dann, und das war schlimm, hab ich mir bei einem Sturz die Milchzähne eingeschlagen, erzählt sie mit einem Schmunzeln. Und so endete auch ihr kurzer Ausflug in die Tenniswelt schon sehr früh. Was Anna aber sonst noch alles in ihrer Kindheit erlebt hat, das sehen Sie im Video.